Gespräch, dann würden wir Sie bitten, das wieder per Chat zu tun. Hier neben uns steht der Computer und der Gerhard Rock wird immer wieder einen Blick auch auf den Chatverlauf natürlich werfen. Und wir werden in vier Blöcken diskutieren und die Themen besprechen. Und wir werden nach jedem größeren Block dann auch immer wieder schauen, was ist denn im Chat gekommen, was gibt es für Fragestellungen und werden die dann auch direkt an unseren Gast dann auch weitergeben. Genau, das ist das Format. Und dann kann es schon losgehen. Selbst zu mir braucht, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ich bin seit 8 Jahren hier in der Ehrenamtskoordination tätig. Mein Schwerpunkt ist die Vernetzung von allen und jedem zu diesem Thema. Und mir ist es immer ein großes Anliegen, dass wir zum einen auf guten und soliden Informationsfundamenten arbeiten, dass wir zum anderen aber auch immer im Gespräch sind und immer im Gespräch bleiben. Und deshalb ist das eben jetzt auch wieder ein Gesprächsformat hier. Genau, und zur Vorstellung gebe ich an meinen Mitmoderator. Ja. Co klingt so komisch. Ja, vielen Dank. Ich bin ja schon vorgestellt worden. Vielen Dank, Andrea. Wir haben auch noch einen Gast hier in unserer Expertenrunde. Und ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wir haben den Gründer und Geschäftsführer von Romanity e.V., Herrn Radoslav Ganev, in unserer Runde. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Ja. Unser Gast, der steht für Vorurteile abbauen, Informationen und verschiedene Sichtweisen zur Verfügung stellen. Er verrät uns auch und erzählt uns auch, wo kommen eigentlich Roma und sind die eigentlich her? Wir wollen auch verstehen, so ein bisschen die historisch bedingte Ausgrenzung. Wir wollen das ein bisschen aufarbeiten. Und wir wollen auch Einblicke bekommen in die Lebens- und Gedankenwelt von Roma und Sinti. Damit erreichen wir, vielleicht auch durch dieses Gespräch, ein positives Bild gegenüber dieser Gruppe. Radoslav, wir haben auf der Homepage von deinem Verein ein interessantes Zitat entdeckt. Ich fand das ganz spannend. Vorurteile sind kleine Tierchen, die den geistigen Horizont enger nähen. Jetzt sagst du ein bisschen was zu dem Zitat und dann vielleicht auch ein paar Worte zu deiner Person und zu dem Verein, den du gegründet hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Vielleicht kurz zu dem Zitat. Das habe ich tatsächlich auch im Zuge der Erstellung dieser Homepage gefunden, als ich nach Zitaten gesucht habe, die sich mit Vorurteilen befasst haben, ja, oder die in die Richtung gehen. Und wir wissen, Vorurteile hat jeder. Dieses Schubladendenken hat uns ja auch in irgendeiner Form durch die Evolution gebracht. Das heißt, wir Menschen nehmen was wahr, müssen ganz schnell verarbeiten und reagieren. Und das ist ein Mechanismus, der per se an sich was Gutes in sich hat. Jetzt sind wir aber im Jahr 2023 und müssen nicht mehr vor Säbelzahntiger flüchten und funktionieren aber immer noch in derselben Art und Weise. Das heißt, wir sehen was und reagieren sehr schnell, ohne zu hinterfragen, ob das, was wir tun, eigentlich richtig oder passend ist. Und ich sage immer ganz gerne, die Rassismusforschung in den USA ist viel weiter. Und da hat man beispielsweise festgestellt, dass schwarze Männer in Anwesenheit von weißen Frauen überproportional häufig lächeln. Warum tun sie das? Sie tun das, um zu signalisieren, von mir geht keine Gefahr aus. Ruf bitte nicht die Polizei. Und wir wissen alle, wenn dort die Polizei gerufen wird, dann endet das für überproportional häufig schwarze Männer auch dann tödlich. Und das ist ein Zeichen dessen, dass dieser Mechanismus, wir erkennen eine vermeintliche Gefahr oder etwas, was uns fremd ist, und das ist böse, funktioniert noch heute mit Menschen. Und da finde ich halt tatsächlich, dass diese Vorurteile unseren geistigen Horizont, wir sind weiter, enger nähen. Weil wir sollten in der Lage zu sein, jemanden zu sehen und zu sagen, dass da ist eine Person, da ist ein Mensch und ich sollte hinterfragen, wie oder wer dieser Mensch ist, anstatt meine eigenen Bilder und Vorurteile schon abzuspielen, sondern tatsächlich jemanden erstmal kennenzulernen. Deswegen dieses Zitat. Alles interessant. Vielleicht auch zu deiner Person noch ein paar. Ich bin in Bulgarien geboren und aufgewachsen. Ich bin auch immer noch bulgarischer Staatsbürger. Die Deutsche habe ich auch mittlerweile. Und ja, habe lange Zeit nicht darüber gesprochen, dass ich Angehöriger der Minderheitengruppe bin, weil ich Befürchtungen hatte, dass ich Diskriminierung erlebe.
Ich habe die Diskriminierung auch so erlebt, einfach anhand dessen, wie ich heiße und wie ich aussehe, und das war vollkommen ausreichend. Also es bedurfte nicht noch irgendwie der Angehörigkeit einer Minderheitengruppe, um das Ganze noch zu steigern. Und die Erfahrungswerte aus meiner Familie waren eben keine positiven. Dann hieß es immer, red nicht drüber und das ist gut, bring deine Leistung. Und dann wirst du irgendwann Anerkennung finden. Und so war es auch. Ja, ich habe meine Leistung gebracht, ich habe die Anerkennung gefunden und habe dennoch festgestellt, es wäre doch spannend, wenn ich jetzt sage, wer ich bin. Und dass man halt eben auch mal andere Sinti oder Roma sieht und nicht immer die, die man permanent sieht. Immer aus einer bestimmten Perspektive. Und dann ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so viele gibt, die sich gerne zeigen und darüber sprechen. Und ich wollte das ändern. War das dann die Motivation für die Gründung des Vereins? Richtig, ja. Also andere Bilder schaffen, das ist unser Credo, dass wir sagen, wir müssen dazu beitragen, dass neue Bilder entstehen, die uns eben auch aus einer anderen Perspektive zeigen. Weil jeder kennt die Bettler in der Innenstadt. Jeder kennt Armut, jeder kennt irgendwelche Zusammenhänge von Kriminalität, obwohl wir wissen, dass das statistisch gar nicht mal so sehr auffällt. Aber niemand kennt den Professor. Wir haben übrigens in Deutschland mehrere ProfessorInnen, die Lehrstühle innehaben an deutschen Hochschulen und Universitäten. Die kennt keiner. Und ich finde, es wäre schon ganz nett, mal auch über die zu sprechen. Wir sprechen ja heute eben über Roma. Der Begriff Roma, und für mich schon ein bisschen unklar, sage ich jetzt Roma, Romania, was sage ich denn vielleicht auch zu dem Begriff, bevor wir dann auch die Übersicht uns anschauen, was wir heute noch alles besprechen. Letztendlich Sinti und Roma ist die Oberbegriff für ganz, ganz viele verschiedene Untergruppen, auch aus anderen Ländern. Wir kennen Manouche aus Frankreich, Gitanos aus Südeuropa, die Traveller oder die Romanicals aus England und Irland. Also es sind verschiedene Untergruppen. Bei uns eben im deutschsprachigen Raum haben sich Sinti und Roma etabliert, weil es letztendlich auch zahlenmäßig die größten Gruppen sind. Und die gegenderte Form Sinti und Romnia ist im Zuge der inklusiven Sprache entstanden, dass wir sagen, wir wollen keine Menschen ausschließen. Da sollten eben auch Menschen sich zugehörig fühlen oder damit mit einbegriffen werden, die non-binär sind, die sich weder männlich oder weiblich zuschreiben können oder wollen. Und eben auch Menschen, die eben andere Denkrichtungen haben, beziehungsweise auch andere körperliche Merkmale, wo sie sagen, da wollen wir nicht mitgezählt werden. Spannend ist die Diskussion, dass eigene Selbstorganisation oder dass bestimmte Selbstorganisationen wie meine auch die gegenderte Version nicht verwenden. Das ist da oder damit zu begründen, dass wir sagen, unsere Sprache, nämlich das Romanes, ist inklusiv und sie umfasst sowohl Männlein als auch Weiblein, als auch Menschen, die sich dem nicht zugehörig fühlen. Es ist also eine sehr, sehr inklusive Sprache. Ich habe eben das Beispiel genannt, wenn eine Gruppe von Menschen zusammensteht und es vollkommen egal, wer da zusammensteht, dann ist im Romanes das Wort für diese Gruppe die Roma. Dementsprechend ist es eine Art und Weise, wie man sich dem Thema nähern kann. Ich kann es aber sehr gut verstehen und ich wehre mich auch nicht gegen, wenn jemand sagt, wir gendern das, um eben noch deutlicher zu machen, dass wir die anderen inkludieren. Von daher, ich bin offen. Ich selbst spreche aber häufig eben von Sinti und Roma. Ja, macht es aber einfacher für uns. Und ich denke, dass es heute auch für uns interessant wird. Wir haben vier wichtige, interessante Themenblöcke mal definiert. Andrea, was für Themenblöcke haben wir da? Ja, wir haben auch eine Folie dazu. Die blenden wir jetzt mal kurz ein. Dann kann man es auch noch mal mit dem Auge mitverfolgen. Zum einen wollen wir einen kurzen Einstieg sozusagen machen über das Thema Geflüchtete in der Ukraine hier im Landkreis Fürstenfeldbruck. Von wie vielen Menschen reden wir überhaupt? Und auch können wir denn die Roma aus der Ukraine so genau identifizieren oder nicht? Genau, das ist so das erste kleine Kapitel, das wir aufschlagen. Das zweite soll ein Blick in das Heimatland, die Ukraine, von diesen Roma, die bei uns hier angekommen sind, werfen. Und da wollen wir einfach dann auch im Nachgang noch mehr Informationen über diese, ja, über das Leben auch der Roma-Gruppen in der Ukraine und dann vielleicht auch noch hier einholen. Dann soll es um den Begriff des Antiziganismus gehen, beziehungsweise dann eben auch um die Diskriminierung
die diese Menschen erfahren, die ja manche sprechen von einer Doppeldiskriminierung. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eine Mehrfachdiskriminierung, so wie ganz oft. Also das soll unser dritter großer Block sein, Antiziganismus und was sich darum dreht. Und dann wollen wir noch ganz konkret auch gucken, wie können wir denn hier im Landkreis Fürstenfeldbruck diskriminierungssensibel unterwegs sein? Wie können wir Begegnungen schaffen auf Augenhöhe? Und wie können wir es vielleicht auch schaffen, dass der ein oder andere von den Menschen, die jetzt zu uns kommen, nicht erneut wieder erneute Erfahrungen macht von Ausgrenzung, sondern eher sich auch ja, willkommen fühlt und hier auch ein Stückchen Lebensqualität vielleicht findet. Das sind die vier großen Punkte, um die es heute gehen soll. Dann schauen wir uns doch am besten mal gleich über das erste Thema an. Interessant genau. Ist es ja, wir sollten uns mal anschauen, wie sind so die Zahlen und wie ist die Situation der Roma aus der Ukraine bei uns? Ja, wie sind wir eigentlich überhaupt auch auf dieses Thema gekommen? Das ist ja jetzt ein Thema, was nicht in erster Linie in den Bereich Flucht und Migration gefallen ist bisher. Aber wir haben eben letztes Jahr ja auch hier einen großen Zuwachs an Menschen bekommen aus der Ukraine. Insgesamt sind es ja, es ging ja jetzt groß wieder durch die Presse, nach einem Jahr über 1 Million, 1,1, 1,2 Millionen. Ich glaube, das mit dem Zählen ist immer ein bisschen schwierig, war 2015 schwierig, ist auch jetzt schwierig. Aber wir wissen, dass wir eben eine ganze Menge Geflüchtete hier bei uns in Bayern haben, nämlich ungefähr 30% davon. Und ganz konkret auch mehr als 1800 Menschen aus der Ukraine hier bei uns im Landkreis untergebracht sind. Wir haben im Vergleich zu 2015 den großen Unterschied, dass diese Menschen ja von Anfang an auch privat unterkommen durften und unterkommen konnten. Und wir eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft hier im Landkreis hatten in den Spitzenzeiten im Frühsommer, waren das bis zu 1500 Menschen, die hier einfach von Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus dem Landkreis unkompliziert aufgenommen wurden. Und wir haben viel Kontakt gehabt zu diesen sogenannten Wohnungsgeberinnen und Wohnungsgebern. Zum Teil waren es in der Dreizimmerwohnung, wurde schnell ein Zimmer freigeräumt, um den Menschen, die man kannte, zu denen man Beziehungen hatte, aufzunehmen. Zum Teil haben die Leute aber auch gesagt, Mensch, mein Dachgeschoss ist leer, die Kinder sind all ausgezogen, also kann ich doch da Menschen Obdach geben. Ich glaube, das ist jetzt meine Vermutung, alle haben nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert, dass wir jetzt schon seit einem Jahr diesen Krieg in der Ukraine haben und damit die Menschen auch bei uns. Und ich glaube, es wird auch noch eine Weile so weitergehen. Zumindest zeichnet sich ja im Moment gerade leider kein Friedensschluss ab. Im Sommer kamen dann die Turnhallen dazu, weil die Unterbringung einfach hier auch nicht mehr ausgereicht hat und es immer mehr wurden. Und im Zuge dieses Zustroms sozusagen in unseren Landkreis wurden wir eben auch in der Unterbringung das erste Mal, also mit größeren Gruppen konfrontiert, die sich selbst als Roma bezeichnet haben. Und wir haben eigentlich vor allem gemerkt, dass es da sprachliche Schwierigkeiten gibt, dass also auch die ukrainisch- und russischsprachigen Dolmetscher sich nicht einfach verständigen konnten. Wir haben gemerkt, es sind sehr große Gruppen, die auch sehr deutlich gemacht haben, dass sie gerne zusammenbleiben wollen und jetzt nicht auf verschiedene Gemeinden aufgeteilt werden wollen. Wir haben gemerkt, dass beim Formular ausfüllen das gar nicht so einfach ist, weil manche einfach nicht nur nicht unsere Buchstaben konnten, sondern eben auch auch nicht ukrainisch schreiben und lesen konnten, sondern gar nicht alphabetisiert waren. Und wir haben bei der Einschulung vieler Kinder festgestellt, dass die zum Teil nur wenige Wochen und Monate in die Schule gegangen sind und das auch nur sporadisch. Das war so ein bisschen die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, gilt nicht für alle, sondern galt jetzt für diese großen Gruppen, die bei uns in der Turnhalle waren. Inzwischen sind sie nicht mehr in der Turnhalle, sondern sind verteilt auf den Landkreis. Eben doch, man hat versucht, auch größere Einheiten zu schaffen. Manche sind auch weitergereist. Aber es ist trotzdem so, dass unser Interesse geblieben ist und dass wir auch gemerkt haben, bei uns laufen eigentlich diese verschiedenen Bilder. Ja,
Und bei uns laufen natürlich auch diese Schienen, naja klar, die Roma können nicht lesen und schreiben. Okay, haben wir gedacht, da wollen wir mal ein bisschen genauer hinschauen. Und daraus ist dann auch die Idee entstanden, dass es vielleicht zu einer zweiten oder dritten Diskriminierung kommt, wenn wir da nicht genau hinschauen. Und das war uns ein Anliegen und das, so ist auch die Idee zu dieser Veranstaltung entstanden, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen uns eigentlich ein bisschen schlau machen und uns auch diese Vorurteile einfach ein Stück weit stellen, um eben sowohl im Ehrenamt als auch im Hauptamt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Augenhöhe hinzukriegen. Das ist so die Idee. Genau. Die anderen Zahlen habe ich einfach nur mal hier dazu geschrieben, damit man einfach eine Idee kriegt, wie es bei uns im Landkreis gerade zugeht, weil es ist eng und wird immer enger. Zahlen sind wirklich erstaunlich, weil wir ja dieses Mal auch auf eine große Gruppe von Geflüchteten, die wir hier in Betreuung und in Begleitung schon haben, auch nochmal zurück sozusagen einfach einen Riesenschwung draufgekriegt haben. Also es hat eigentlich eine Verdopplung der Geflüchtetenzahlen im Landkreis gekriegt. Und da stöhnt natürlich sowohl die große Zahlen schon mal in Fürstenfeldbruck. Und wir haben auch einiges jetzt schon mal gehört von der Andrea zur Situation der ukrainischen Flüchtlinge und eben auch der Roma hier bei uns im Raum Fürstenfeldbruck. Interessant ist aber auch zu verstehen, wie ist denn die Situation der Roma in der Ukraine? Und da haben wir natürlich jetzt unseren Spezialisten, Baruslav, hier, um das zu verstehen, wie leben denn Roma heute in der Ukraine, in ihrem Heimatland? Auch da ist es wichtig, dass wir angrenzen, worüber wir sprechen, auch eben in den Darlegungen, die wir gerade gehabt haben, über die Lage in Fürstenfeldbruck. Wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wir über Menschen reden, die am Rande der Gesellschaft stehen, und zwar schon in ihren Herkunftsländern. Und dass es eben ein Teilaspekt des Gesamtbildes ist. Ist zweifelsohne, und da werden wir gleich ein bisschen tiefer drauf eingehen, ist die Lage vieler Roma, nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz Osteuropa, extrem prekär und schwierig. Das sind Armutsverhältnisse, die kennen wir in der Form hier in Deutschland eigentlich gar nicht. Wir werden später auch ein Video sehen, das wird ein bisschen die Lebensverhältnisse und wie es da in bestimmten Roma-Vierteln aussieht, dann auch kennenlernen. Aber auch hier ist ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, das ist die Lebenssituation von Menschen, die extrem arm sind. Das heißt, wir reden nicht über die Roma-Frau, die mit ihren zwei Kids nach Deutschland gekommen ist und geflohen ist, die Akademikerin ist, die Rechtsanwältin ist und für einen Abgeordneten im Kiewer Parlament gearbeitet hat. Die wird auch einen Teufel tun und darüber sprechen, dass sie Romni ist. Zumindest nicht in Anwesenheit von anderen. Wir kennen sie aber. Wir wissen, dass es diese Menschen gibt. Die verstecken sich aber. Und die verstecken sich aus gutem Grund, weil sie eben sagen, sie wollen nicht so behandelt werden wie die anderen, nämlich wie die ganz Armen. Andrea, du hast eben von Zweifachdiskriminierung oder Doppeldiskriminierung gesprochen. Und das ist so der Bereich, in dem wir uns da bewegen, dass wir sagen, da werden Personen nicht einerseits nur ausgegrenzt, weil sie offensichtlich Roma sind, sondern auch, weil sie arm sind. Ja, die haben es dann eigentlich doppelt. Und wenn wir von Roma reden oder als Menschen oder als Roma gelesene Menschen, dann haben wir häufig eben vor allem in der Geflüchteten oder im geflüchteten Kontext das Bild von der Frau mit dem bunten Rock, da sind Blümchen drauf und die hat dann 5, 6, 7 Kinder. Und das ist so das Bild, was aufploppt. Und das ist das, was natürlich auch unsere Sozialstrukturen vor Herausforderungen stellt. Also ganz wichtig zu verstehen, wir reden jetzt wirklich sehr, sehr häufig über die Menschen in prekären Lebenssituationen, die sie schon in der Ukraine hatten, aber dann auch dementsprechend hier in Deutschland und uns eben vor Herausforderungen stellen. Wir reden nicht über die Akademiker, wir reden nicht über die Gutgebildeten. Wie geht denn die Ukraine dort mit den Roma um? Es gibt verschiedene Berichte dazu, auch aus der Europäischen Union, die sich natürlich sehr stark mit Minderheitenpolitik auch mit Ländern befasst, die eben nicht zur Europäischen Union gehören. Und für die Ukraine gibt es da eben verschiedene Dokumentationen, die eigentlich deutlich machen, dass
Minderheitengruppen in der Ukraine eigentlich einen Minderheitenschutz genießen, komplett analog zum Minderheitenschutz, wie wir ihn in der Europäischen Union auch kennen. Faktisch aber Roma eher Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse sind. Das heißt, sie werden anders gesehen, sie werden anders behandelt. Und sobald jemand eben in einem Roma-Viertel lebt, hat er dann nochmal ganz andere Probleme. Also wenn der soziale Aufstieg irgendwie gelungen ist, wenn man einen bestimmten Grad an Bildung und Einkommen hat, hat man eigentlich überschaubar Probleme, wenn man nicht darüber spricht. Sobald aber klar ist, dass man der Minderheitengruppe angehört und wenn dann noch die Faktoren Armut und Bildungsferne dazukommt, dann hat man schon extreme Probleme, auch eben in der Ukraine zurechtzukommen und leidet unter Arbeitslosigkeit, erschwerten Zugang zu Bildung, erschwerter Zugang zu Gesundheitsversorgung und eben auch, und das ist das Dramatische, auch erschwerter Zugang zu fließend Wasser und Strom. Das sollten wir uns mal anschauen. Wir haben ein Video, um zu verstehen, wie die Menschen, wie die Roma in der Ukraine leben. Am besten schauen wir uns das mal an. Sprich, dann würden wir Sie bitten, das Video zu tun. Hier neben uns steht der Computer und der Gerhard Rock wird immer wieder einen Blick auch auf den Chat von da hoch. Ich glaube, jetzt haben wir das falsche Video. Ja, wir sind gerade dabei, das richtige Video zu geben. Macht ja nichts, ist gar nicht so tragisch. Keine technischen Probleme. Genau. Nee, wenn das Video kommt, also was ich verstanden habe, ist, bevor jetzt das Video dann gleich läuft, dass die Leute, die als Roma in der Ukraine leben, einen sehr schwierigen Stand haben, dass sie eigentlich auch dort massiv diskriminiert werden. Und dann machen die sich auf die Reise und kommen nach Deutschland, ja, kommen in die Europäische Union. Gibt es aber Ansätze seitens der jetzigen ukrainischen Regierung, an diesen Lebensbedingungen der Menschen, der Roma in der Ukraine irgendwas besser zu machen? Es gibt Versuche, es gibt auch Programme, die laufen eigentlich komplett analog auch zu dem, was wir aus dem sonstigen osteuropäischen Ausland kennen. Ja. Man bemüht sich explizit, die Minderheitengruppe zu integrieren. Das ist auch ein sehr spannendes Wort. Wo man sagt, die Menschen leben dort, sie sind dort geboren, dort aufgewachsen, sie besitzen die jeweilige Staatsbürgerschaft. Integration ist ein bisschen das falsche Wort. Die Bemühungen gibt's. Und wir wissen, Papier ist geduldig. Also Konzepte gibt es en masse, aber in der wirklichen Umsetzung hapert es dann recht häufig. Das kennen wir dann tatsächlich auch aus Ländern wie Bulgarien und Rumänien, wo wir tatsächlich merken, dass in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sich extrem was verändert hat. Und diese Veränderung ist recht einfach zurückzuführen darauf, dass jetzt Programme nicht mehr über Roma gemacht werden, sondern irgendjemand kommt und sagt, oh, jetzt stecken wir mal da ein bisschen Geld in dieses Programm und jetzt macht mal was mit denen, damit die da mal ankommen. Sondern es werden Projekte mit Roma-Selbstorganisationen durchgeführt. Und man sieht, dass die Erfolgsrate da auch dementsprechend exponentiell ansteigt. Also beispielsweise ein Erlebnis aus Bulgarien, was ich kenne, sagen Selbstorganisationen, in jeder Abiturklasse, in jedem Abiturgang kannst du davon ausgehen, dass 20-25% der Abiturienten einen Roma-Hintergrund haben. Und das finde ich sehr spannend und sehr, sehr gut, darauf zurückzuführen, dass man mit den Menschen zusammenarbeitet und nicht mehr über sie. Wir sehen auf der einen Seite extreme Armut, auf der anderen Seite, was jetzt gerade auch in dem Video zur Sprache kam, mehrfach, kein Schutz. Kann es sein, dass der ukrainische Staat immer noch nicht in der Lage ist, die Roma angemessen zu schützen? Kann man so sehen, durchaus. Die Frage ist, was brauchen wir denn für einen Schutz für die eigene Bevölkerung? Ich glaube, dass das Problem einfach tiefer behaftet ist, dass man sich eben mit Minderheitengruppen sehr wenig beschäftigt. Und dass man sich sehr einfach tut, vor allem in Bezug auf Roma, weil das schon immer so war. Spannend ist, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dass es nicht immer so war. Vor allem eben in kommunistisch geprägten Ländern sind wir durchaus schon weiter gewesen. Ja, weil unter dieser kommunistischen Doktrin, wir sind alle gleich, es durchaus explizite Fördermaßnahmen für Roma oder für andere Minderheitengruppen gab. Und die sind eben mit dem Zerfall der Sowjetunion und mit dem Fall des Eisernen Vorhanges, sind die eingestellt worden. Also ich will nicht sagen, dass diese Menschen damals irgendwie extrem integriert und etabliert gewesen wären, aber
Es gab durchaus Programme, die eine Verbesserung der Lage herbeigeführt haben und eben auch sozialen Aufstieg durch Bildung ermöglicht haben. Also es gab beispielsweise Quotenplätze an Universitäten, es gab spezielle Förderprogramme, die Schulen waren anders strukturiert und durchmischt. Und die Menschen, die eine Arbeit hatten, waren zwar häufig im Niedriglohnsektor angestellt, aber sie hatten eine Arbeit und sie konnten sich was leisten. Und all dies ist eben in diesen Umstrukturierungsmaßnahmen weggefallen, nie wirklich aufgefangen worden. Und die Ersten, die ihre Jobs verloren haben, waren dann dementsprechend die Roma. Und ich würde sagen, dass ich seit 30 Jahren, vor allem eben sozioökonomisch betrachtet, für die Roma die Lage verschlechtert hat. Und dementsprechend gibt es auch politisch gesehen sehr häufig so eine, wie soll ich sagen, Kommunismus-Nostalgie, weil die Menschen, die andere, wie soll ich sagen, Realität damals miterlebt haben, sagen, es war besser als heute. Ja, was ich natürlich sehr schade finde und nicht immer so unterschreiben würde. Aber das ist halt einfach das, was die Menschen erlebt haben im Vergleich zu heute. Und offensichtlich hat die Ukraine es eben nicht geschafft, das aufzufangen, das abzufedern und dazu beizutragen, dass die Menschen weiterhin in irgendeiner Form Teil der Gesellschaft sein können. Da meinte ja auch ein Herr in dem Video, die Probleme müssten jetzt gelöst werden. Das war eine Forderung. Was ich aber jetzt verstehe, ist, dass wir ganz weit weg sind, Probleme zu lösen. Richtig, es ist ein ganz, ganz langer Weg. Also das, was wir in Deutschland machen, ist halt einfach komplett eine andere Baustelle, wenn wir über Antiziganismus sprechen, als das, was in der Ukraine oder in anderen osteuropäischen Ländern stattfindet. Dort ist es viel offensichtlicher, viel schlimmer, viel prekärer und viel, ja, wie soll ich sagen, eindringlicher. Ich meine, abhängig von dem Inhalt, dass die Menschen da Gewalt ausgesetzt sind und verfolgt werden, die Lebenssituation, die Straßen, die Häuser, die wir dort gesehen haben, das ist deren Lebensrealität. In diesen Häusern gibt es teilweise keine Sanitäranlagen. Ich habe es eben erwähnt, fließend Wasser und fließend Strom ist nicht in allen Teilen eines solchen Viertels selbstverständlich. Das heißt, das sind die Bedingungen, unter denen diese Menschen leben. Und dementsprechend bringen sie eben diese Situation oder diese Erfahrungen, diese Eindrücke, die sie haben und diese Lebensweisen dann mit, wenn sie fliehen müssen. Gibt es weitere Beispiele für die Bedingungen der Roma in der Ukraine, wie sie so leben? Ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, sich einfach ein bisschen zu vergegenwärtigen, was für ein Staat die Ukraine auch ist. Ich meine, dass dieser Staat sich jetzt schützen muss und dass er überfallen wird, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wie der Staat organisiert ist und war, da muss man sagen, dass die Ukraine diesen Absprung von einem totalitären kommunistischen System hin zu einer offenen Demokratie ja nie wirklich geschafft hat. Wenn wir uns den Demokratieindex anschauen, der sehr wissenschaftlich basiert darlegt, ab wann sprechen wir von einer Demokratie, werden wir feststellen, dass die Ukraine dort auf Platz, ich glaube, 92 ist. Also teilweise hinter anderen Ländern, die wir eher der dritten Welt zuordnen. Und wir sehen, dass das politische System und dass das gesellschaftliche System eben sich nicht so entwickelt haben, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre und erst recht im Hinblick auf Minderheitengruppen. Also die haben dann nochmal ein deutlich schwereres Leben. Und dementsprechend, hat die Ukraine tatsächlich noch sehr viel vor sich. Ich hoffe, dass dieser Krieg auch hoffentlich möglichst bald schnell endet, damit diese Menschen auch in ihre Heimat zurück können und damit auch dieses Land weiterhin sich entwickeln kann und endlich zu dem wird, was wir uns alle hoffen. Ein freies, demokratisches, wunderbar funktionierendes Land. Aus dem Chat kommt eine Frage. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir das klären. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Roma und Sinti? Der Unterschied ist, dass man vermutet, also das sagt die Wissenschaft, dass die eine Gruppe schneller gewandert ist als die andere. Ja? Und das lässt sich anhand der Sprache rekonstruieren, indem man dann festgestellt hat, dass das, was also die Sprache, die Sinti sprechen, überwiegend angesiedelt in Mittel- und Nordeuropa, der ursprünglichen Sprache, dem indogermanischen Sanskrit, näher ist als das, was Roma sprechen. Roma haben sehr viele Einflüsse aus dem Altgriechischen und sehr viele Einflüsse in ihrer Sprache aus dem slawischen Bereich. Vermuten lässt, die haben sich eher in Südosteuropa niedergelassen und die anderen sind offensichtlich nicht dort geblieben, sondern weitergezogen und haben die Sprache mit anderen Einflüssen eben kombiniert. So, das ist
Stand heute der gängigste Unterschied oder die Differenzierung zwischen den zwei Gruppen. Es gibt neue Studien, die setzen da an und sagen, schon die Ursprungsvölker in Nordwestindien und im heutigen Pakistan waren unterschiedlich. Mhm. Sinti kommen eher aus dem Gebiet Sindh, wo auch der Fluss ist, und Roma eher aus dem Gebiet Punjab. So. Also Indien. Ist eine These, bedarf weiterer Forschung, dass man sagt, die Ursprungsvölker sind schon differenziert und deswegen gibt es auch Unterschiede, auch kulturelle oder auch sprachliche. Muss man weiter forschen. Ich finde es aber auch ein bisschen off the topic, weil diese Diskussion von Menschen, die seit mittlerweile über 600 Jahre in Europa sind, ist obsolet. Deren indische Vergangenheit um das Jahr 1000, weil da hat diese Wanderungsgeschichte angefangen. Also wir reden von 1000 Jahren zurück. Das interessiert auch keinen mehr. Also die sind Europäer, in den jeweiligen Ländern sind sie eben, haben sie die jeweilige Nationalangehörigkeit und das ist auch gut so. Und dann sollte man eben darüber reden mit eben, was für Probleme hat die Ukraine, was für Probleme haben die Rumänen oder die Bulgaren, aber nicht darüber, dass das irgendwie Exil-Inder sind. Also okay. Und sprechen die jetzt zwei, also sprechen die beiden Gruppen unterschiedliche Sprachen? Also ist das Romanesk eine andere Sprache als das, wie heißt es bei den Sinti? Auch Romanesk. Auch Romanesk, okay. So, und das ist eben das Spannende, das ist in der Diskussion. Sind es unterschiedliche Sprachen oder sind es unterschiedliche Dialekte? Okay. Und da ist man sich beispielsweise auch nicht ganz einig. Dass man sagt, ja, es ist die gleiche Sprache, abgeleitet eben aus dem indogermanischen Sanskrit. Und daraus haben sich verschiedene Dialekte entwickelt. Es gibt Menschen, die sagen, nein, es sind komplett andere Sprachen. Würde ich jetzt nicht so sagen, aber man kann durchaus wahrnehmen, dass so der Sinto aus Hamburg sich mit der Romni aus Sofia nicht problemlos unterhalten werden kann. Mhm. Ja, also es sind Wortfetzen, es sind Stämme, die durchaus sich ähneln, aber eine fließende Unterhaltung ist da nicht möglich. Mhm. Mhm. Da können wir auch noch, um das zu verstehen mit den Roma, gleich mit einem Vorurteil aufräumen. Man sagt ja, die sind also weit gefahren, sind immer viel unterwegs. Ah, das Volk hat man ja auch früher gesagt. Sind die immer noch so wahnsinnig viel unterwegs oder ist das ein Vorurteil, was wir jetzt mal hier klären sollten? Das ist ein weit verbreitetes Klischee das kann man historisch tatsächlich auch aufklären. Und man sagt, wie kommt man denn auf die Idee, dass alle diese Menschen irgendwie fahren? Mhm. Ja. Spannenderweise gibt es auch Statistiken dazu und die kommen so aus dem 17., 18. Jahrhundert, teilweise aus Preußen, teilweise aus dem Kaiserreich Österreich-Ungarn. Und spannend ist, dass die Menschen, die erhoben worden sind und denen eben die Zugehörigkeit irgendwie abgelesen werden konnte oder erfragt worden ist und diese wirklich erhoben worden ist, hat man festgestellt, die allermeisten von denen hatten Arbeit, waren niedergelassen, hatten festen Wohnsitz und haben Steuern gezahlt. Mhm. Und genau zu der Zeit entsteht aber eben auch das Klischee des fahrenden Volkes. Ja, das heißt, es gibt gegenteilige Fakten, die kennt aber niemand oder mit denen setzt sich auch niemand auseinander. Aber was viel, viel schwerwiegender ist, es gibt ein wunderbares Bild eines bunt bemalten Wagens aus Transsilvanien. Und dieses Bild wurde nach Hause geschickt als eine Postkarte. Und man fand dieses Bild so toll, dass es wirklich tausendfach kopiert wurde und weiterversendet wurde. Und genau in dem Zeitraum, in dem es statistische Erhebungen gibt, dass die allermeisten Menschen sesshaft sind, wir reden von 90-95%, entsteht der Glaube, die leben alle in solchen bunten, schönen Wohnwegen und daraus wird dann das fahrende Volk. Und da sage ich halt eben, Realität und Fakten sind hier ganz weit auseinander. Heute können wir durchaus sagen, dass die allergrößte Mehrheit dieser Menschen irgendwo niedergelassen und sesshaft ist, die fahren nicht mehr. Aber selbstverständlich gibt es Menschen, die gerne im Wohnwagen unterwegs sind. Es gibt Berufsgruppen, die angewiesen sind zu fahren. Spannend ist auch, dass sich viele Berufsgruppen ja teilweise aus der Geschichte der Sinti und Roma entwickelt haben. Die Menschen durften sich teilweise nicht niederlassen, wurden vertrieben. Sie durften gar nicht Teil der Stadtgesellschaft sein. Mhm. Im deutschen Gebiet waren sie auch zu einem gewissen Zeitpunkt vogelfrei. Wir wissen alle, was das bedeutet. Die Menschen durften umgebracht werden. Also sind die natürlich gewandert. Aus der Wanderbewegung ergeben sich Berufe wie Musiker, Tänzer, Kesselschmiede, Korbflechter und so weiter und so fort. Und diese Berufe bleiben dann natürlich, auch wenn sich die Lage ändert und man jetzt sesshaft werden kann, dann macht man aber trotzdem das, was man gelernt hat. Und so können wir durchaus sagen, natürlich gibt es Menschen, die fahren, sei es berufsbedingt oder privat, weil sie es einfach gerne mögen. Die gibt es, aber vom fahrenden Volk zu sprechen, ist ziemlich absurd. Okay, verstehe, genau. Also mit einem Klischee haben wir es mal aufgeräumt, ne? Genau. Wir nähern uns eigentlich einem ganz interessanten Thema.
wo wir auch nochmal Begriffe klären müssen und auch verstehen müssen, woher kommen diese Klischees, diese Vorurteile. Reden wir nochmal konkreter über Antiziganismus. Ziganismus, Antiziganismus, ja, sollten wir uns das nochmal genauer anschauen. Vielleicht steigen wir auch mal so ein. Wir haben jetzt schon am Anfang darüber gesprochen, dass die Roma auch bei uns einer zweifachen Diskriminierung ausgesetzt sind. Also zweifache Diskriminierung, versteht man. Ja, ich würde es auch nicht zweifach nennen, sondern tatsächlich mehrfach Diskriminierung, weil wir hier intersektional denken müssen. Dass wir sagen, es ist nicht eine Ausgrenzungsform alleine. Ich habe es eben angesprochen, dass man sagt, die blonde, blauäugige Roma-Frau mit ihren zwei Kindern, die hat diese Probleme nicht, über die wir reden oder reden wollen, die wir verstehen ja. wollen. Die fällt auch niemandem auf. Da wird auch keiner sagen, das ist eine Angehörige der Minderheitengruppe, wenn sie nicht darüber spricht. Und wir haben sie, ja. Uns gibt es in aller Couleur, im schönen Braun, in noch dunklerem Braun, in blond und blauäugig, in rothaarig. Gibt's, ja. Das heißt, wir grenzen das ja schon ein. Und wenn wir dann sagen, naja, okay, jetzt ist jemand scheinbar diskriminiert aufgrund dessen, dass er eine bestimmte Hautfarbe hat, das heißt, irgendwie erkennt man, das ist jetzt kein Mehrheitsukrainer, das könnte vielleicht ein Rom oder eine Romni sein. Dann kommt noch hinzu, dass vielleicht der sozioökonomische Status nicht passt. Das heißt, jemand ist bitterarm. Ich sehe dem vielleicht die Armut sogar an. Er hat dreckige oder zerfledderte Klamotten an. Dann kommt noch hinzu, dass jemand offensichtlich nicht lesen oder schreiben kann. Das heißt, er ist ein Analphabet. Und dann sind wir schon bei dem Punkt, wo wir merken, diese Person hat kein einfaches Leben, nicht aufgrund eines Faktors, sondern aufgrund mehrerer Faktoren. Und da sprechen wir dann eben von Mehrfachdiskriminierung oder auch Mehrfachmarginalisierung. Weil ganz häufig wird nämlich all dieses Paket an Problemen, was ich gerade angesprochen habe, ethnisiert und runtergebrochen auf, das sind die Roma. Mhm. Und da sagen wir, nein, das, die Zugehörigkeit zu dieser Minderheitengruppe definiert nicht Probleme, sondern die ergeben sich sozial. Und da ist es ganz wichtig, dass wir drüber sprechen und das ein bisschen dekonstruieren. Naja, ich verstehe genau. Die ablehnende Haltung resultiert dann aufgrund dieser sozioökonomischen Situation dieser Menschen, die wir dann doch oft auch erleben. Im Vorgespräch hast du auch mal darüber gesprochen gehabt, dass die Roma schon auf der Anreise nach Deutschland Diskriminierung ausgesetzt sind. Stichwort Zugfahrt, kannst du dich noch erinnern? Ja, richtig. Kannst du dich darüber reden? Dass man schon die Flucht anders wahrnimmt. Das war jetzt, glaube ich, medial in Deutschland nicht so ganz wahrnehmbar. Man hat vereinzelt Videos gesehen, da ging es eher so um die Drittstaatangehörigen, um die Studierenden aus Afrika, die beispielsweise sehr, sehr schlecht behandelt worden sind in der Ukraine auf der Flucht. Und genau dieselben Berichte haben wir natürlich von Roma-Selbstorganisationen vor Ort auch erhalten. Wir sind sehr gut vernetzt und die Informationsweitergabe hat sehr gut funktioniert, dass eben zunächst Organisationen aus Polen erfahren haben, was passiert und dann wurde es an uns herangetragen und wir haben Wege und Möglichkeiten gefunden, den Menschen zu helfen. Also es gab Berichte, dass sich Busfahrer, die wirklich aus Kriegsgebieten geweigert haben, die Menschen mitzunehmen, weil der Bus nicht dreckig werden sollte. Originalzitat. Das heißt, die Menschen wurden dort stehen gelassen. Es hieß, ihr kommt nicht in meinen Bus rein. Das heißt, es wurden Busse organisiert, die speziell gefahren sind, um Roma aus Kriegsgebieten rauszufahren. Also begann die Diskriminierung oder wurde die Diskriminierung fortgesetzt, schon auch bei der Flucht? Richtig, ja? Schon bei der Flucht. In Polen, da hat die New York Times darüber berichtet, das war auch sehr spannend, wo der Reporter sagte, er traute seinen Augen nicht. Die Menschen, die Grenze überschritten haben, sind in Polen aufgefangen worden, kamen in ein großes Zelt, wo man zuallererst essen und trinken konnte. Und da gab es zwei Schlangen. Er hat gesagt, und in der einen Schlange waren weiße Menschen und in der anderen Schlange waren offensichtlich Menschen, die als Roma gelesen worden sind und eben die Drittstaatangehörigen, die aus der Ukraine geflohen sind, sprich Studierende aus Indien, aus Afrika, aller Herrenweltsländer. Die einen mussten sich ausweisen, dass sie aus der Ukraine sind, bevor sie sich Essen und Trinken nehmen konnten. Die anderen konnten sich so viel bedienen, wie sie wollten. Das ist ein Bericht von der New York Times aus dem März 2021, der eben zeigt, auch auf der Flucht sind diese Menschen zweiter Klasse. Und auch so behandelt worden. Dann haben wir Berichte aus Prag, da wurden Familien mit Flaschen beworfen, aus Zügen wurden Menschen herausgenommen, rausgeschmissen. Auch in Deutschland, in Mannheim, hatten wir eine Familie gehabt,
die am Hauptbahnhof in Mannheim nicht in den Ruheraum gelassen wurde. Mhm. Mit Originalzitat: So welche wie ihr waren letzte Woche da und dann gab es Stress. So. Also in Erwartung, dass es wieder Angst und Stress geben könnte, genau, dürften die da nicht rein. Richtig. Das heißt, auch hier so der alte Gedanke der Sippenhaft. Mhm. Einer macht was und dann sind alle so. Ist das eine Art Schutzfunktion von dem Busfahrer oder von den Leuten, die die nicht reinlassen, dass sie sagen, ich erwarte Stress mit den Roma, deshalb will ich die nicht in meinen Bus lassen, will ich die nicht dort, oder die sollen sich am besten in der eigenen Reihe anstellen. Ist das eine Schutzfunktion? Für mich ist es knallharter Rassismus. Das ist keine Schutzfunktion. Das heißt, diese Menschen werden als Menschen zweiter Klasse, ich möchte jetzt nicht den Nazi-Begriff verwenden, als solche klassifiziert. Das heißt, du bist es nicht wert, aus einem Kriegsgebiet gerettet zu werden, sondern mein sauberer Bus ist mir mehr wert. Da reden wir nicht über Schutzmechanismus, das ist ein knallharter Rassismus. Es ist jetzt knallharter Rassismus, aber oft haben wir ja auch, ich sag mal, eher verdeckt den Rassismus. Da reden wir dann eher von Vorurteilen, von Klischees. Interessant ist es hier mal anzuschauen, welche Funktion haben eigentlich solche Klischees und solche Vorurteile? Warum haben wir das? In der Definition eben Antiziganismus, was das ist, ist es sehr spannend, dass man sagt, Antiziganismus reproduziert sich selbst. Ja, das heißt eben, diese immerwährende Aufrechterhaltung der Klischees, der gängigen Bilder, der Frau, die jetzt irgendwie mit ihren 5 Kindern kommt und man dann schon weiß, oh, das gibt jetzt wieder Stress. Ja, das heißt, das vorgefertigte Bild reproduziert sich selbst und sorgt dafür, dass das eben weitergegeben wird. Oft erfüllen diese Menschen dann natürlich auch die Erwartungshaltung, die man denen schon entgegenbringt, wo man weiß, ah ja, da wird jetzt ein Kind kommen, das wird nicht lesen und schreiben können, das ist eigentlich unbeschulbar. Wo ich sage, geben wir dem Kind doch mal eine Chance. Widmen wir uns besonders diesem Kind und schaffen eine Möglichkeit, dass es ankommt und sich etabliert. Wer weiß, ob dieses Kind nicht in 2, 3 Jahren ein Leistungsträger in der Klasse wird. Nur weil die Startbedingungen schlecht sind, sollte man nicht die Chancen gleich auch selbst einengen. Das heißt, seine eigenen Gedankenwelt hinterfragen und sagen, worauf beruht jetzt hier meine Annahme? Ein Beispiel aus der Asylsozialberatung von Kollegen, die ich bekommen habe, ist, dass eine Unterkunft in kompletter Aufruhr war, die Mitarbeiter waren in kompletter Aufruhr, der Landrat war in Aufruhr. Da kommen jetzt Roma-Familien in die Unterkunft. Ja, es kam eine Frau mit 4 Kindern. Mhm. Und die Beraterin sagte dann zu mir, die erste Frage von dieser Frau in der Beratung war, wann können meine Kinder in die Schule gehen? Mhm. Was ein Zeichen dafür ist, dass diese Frau sich wohl sehr wohl auskannte im Umfeld, ihre Kinder sehr wohl beschult worden sind. Und ihr eigentliches Ziel ist, dass ihre Kinder möglichst schnell einen normalen Alltag haben und diese Fluchtsituation hinter sich lassen. Davor ist aber in dieser Unterkunft ganz viel passiert. Warum? Aufgrund dieser Vorurteile, aufgrund dieser Klischees, aufgrund dieser Bilder, die wir im Kopf haben. Und die Mitarbeiterin sagte dann, einen Tag später haben ihre Kinder ganz normal mit den afghanischen Kindern in der Unterkunft auf dem Hof gespielt und die Welt war in Ordnung. Und genau das ist das, worauf ich hin will, dass ich sage, lasst uns ein bisschen weg von diesem, da kommt jetzt was ganz Besonderes, was Schlimmes und oh mein Gott, was erwartet uns dann? Sondern schauen wir uns die Fälle individuell an und gucken, wie wir eben helfen können. Das ist auch ein Stichwort, wie wir helfen können, darüber reden wir auch heute noch. Aber interessant ist doch nochmal anzuschauen, weil nicht jeder, sage ich mal, ist jetzt ein Rassist, der mit solchen Vorurteilen hantiert, der mit solchen Klischees den Roma begegnet. Welche Funktion haben dann trotzdem solche Klischees? Warum machen wir das? Warum machen wir das? Ich habe vorher gesagt gehabt, wir haben oft auch alle solche Klischees und orientieren uns. Warum tun wir das? Das tun wir, weil wir gerne in der Welt sind, in der wir uns geschaffen haben. Und festzustellen, dass etwas nicht so ist, wie ich es wahrgenommen habe, bedeutet, ich habe einen Fehler begangen. Und sich selbst Fehlern, mit Missgunst oder mit falscher Interpretation auseinanderzusetzen, ist manchmal schmerzhaft. Festzustellen, ich war gerade rassistisch oder ich habe gerade rassistisch gehandelt oder ich habe rassistisch gedacht. Übrigens gibt es da einen Unterschied. Rassistisch verhalten kann sich so ziemlich jeder. Ja? Das bedeutet nicht, dass jemand ein knallharter Rassist ist. Da gibt es wirklich Unterschiede. Und genau das müssen wir aber hinterfragen. Wann verhalten wir uns
diskriminierend, wann verhalten wir uns rassistisch? Und sich zu hinterfragen, habe ich jetzt ein vorgefertigtes Bild im Kopf, obwohl ich diese Person noch gar nicht kenne? Ja, man kann das jetzt speziell auf Antiziganismus widmen, auf Sinti und Roma oder auf ganz andere Situationen auch. Der Mann, der arabisch wirkt in der U-Bahn, ja. Macht er mir jetzt was? Nein, erstmal ist es einfach nur ein Mann, der in der U-Bahn sitzt. So, das sollte die primäre Wahrnehmung sein. Und wir sehen, dass eben das Hinterfragen von sich selbst und dem eigenen Weltbild das Schmerzhafte sein kann. Und deswegen ist es wesentlich einfacher zu sagen, naja, schau an, der Junge kann nicht so gut lesen oder der kommt in der Schule nicht an. Oder, oh, jetzt bekommen die doch hier Geld und die Frau geht trotzdem betteln. Das heißt, die eigene Erwartungshaltung wird jetzt erfüllt und das Bild bleibt, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, warum hat sie denn jetzt gebettelt, obwohl sie Geld bekommt? Sie braucht doch eigentlich gar keins. Wie kann ich in ihre Lebensrealität eintauchen, um zu verstehen, warum sie das macht? Das wäre die eigentliche Lösung, wenn man möchte, dass eine Frau, die in Fürstenfeldbruck Geldleistung bezieht, dass sie betteln geht. Ja, aber das andere ist viel, viel einfacher. Zu sagen, naja, die sind halt so, die greift jetzt alles ab, was geht, und vielleicht ist sie ja bald weg. Also lass mal sehen. Also eine Vereinfachung meiner eigenen Wahrnehmung oder einer meines Verständnisses, wenn ich in Kontakt bin mit solchen Menschen, mag eine dieser Funktionen sein. Gibt es andere psychologische oder gesellschaftliche Funktionen von Vorurteilen? Sie erzeugen ein Bild, in dem, wie soll ich sagen, eine Sicherheit herrscht. Das sind die und das sind wir. Okay. Das heißt, ich bleibe in meiner Gruppe und ich weiß, dass die niemals Teil der Gesellschaft werden können, werden wollen. Übrigens zeigt sich das dann auch in den Unterkünften, wenn wir dann sehen, dass MehrheitsukrainerInnen nicht mit ukrainischer Roma in einer Unterkunft sein wollen. Das ist das, was sich dann etabliert und was sich dann zeigt, indem man ganz klar abgrenzt und auch für sich selbst in irgendeiner Art und Weise Schutz schafft, weil man sagt, die sind weg und die kommen hier auch nicht rein und die werden auch kein Teil von uns sein. Und das ist eine angenehme Position. Das heißt, es geht immer darum, auch nochmal zu sagen, die sind anders. Richtig. Die haben nichts mit mir zu tun, sondern das sind die anderen. Richtig. Also auch eine Abgrenzung sozusagen zu schaffen, schon mal einfach durch diese sprachliche Zuordnung. Genau. Das heißt Abgrenzung zum eigenen Schutz. Verstehe ich es richtig so? Und zur Einordnung, oder? Weil das war ja der Anfang. Richtig. Dass es uns ja das Leben einfacher macht, wenn wir einfach aufgrund dieser Erfahrungen und unserer Vorurteile die Welt strukturieren. Also die ja immer komplizierter und immer vielfältiger wird. Richtig. Ist manchmal ganz schön anstrengend. Ja. Wird also mein Leben einfacher, wenn ich Klischees habe? Ja, wesentlich einfacher. Die Bayern laufen alle in Lederhosen rum und in Dirndl. Sind provinziell, trinken gerne Bier und essen deftig. Ja, okay. Also ich komme ja aus Rheinland-Pfalz. Eine Weingegend, Riesling, ja, Moselschleifen, das sind so ganz andere Bilder, die man hat. Aber eben, das war so das Weltbild, was ich hatte. Die Bayern sind so. Und dann bin ich nach Bamberg zum Studieren gegangen und habe dann erfahren, dass die Bamberger sich überhaupt nicht als Bayer definieren. Sie sagen, wir sind Franken. So, ja, und dann war mein Weltbild schon zerstört. Wo ich gesagt habe, Moment mal, wo bin ich denn jetzt hier? Also die Orientierung war dahin. Ja, richtig, die Orientierung war dahin. Aber das ist ja das Schöne, man sollte sich selbst hinterfragen, wenn man sagt, was habe ich denn für Klischees gehabt? Wie habe ich mir denn die Bayer vorgestellt? Und dann komme ich aus Franken nach München und erlebe hier wieder einen Kulturschock. Dass die Oberbayern ein ganz bestimmtes Bild von den Franken haben. So. Also das sind Klischees, die machen meine Welt einfacher, aber wenn ich mich dann mit den Thematiken, mit den Menschen auseinandersetze, sehe ich, dass da einfach ganz, ganz vieles dahinter steckt, was irgendwo auch schön sein kann, aber das ist das Wichtigste, die vereinenden Punkte suchen, anstatt die uns ausgrenzen, in eben wir und die. Machen wir doch mal uns das Leben ein bisschen schwieriger und räumen mit dem einen oder anderen Vorurteil auf. Wir haben schon über ein Vorurteil gesprochen. Welche Vorurteile mit Roma kennst du noch so, wo wir sagen können, wir machen mal den Faktencheck, das stimmt einfach nicht. Ja, da gibt es Studien dazu. Ich verweise da immer gerne auf die Autoritarismus-Studien, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes immer in Auftrag gibt. Und da sind sehr spannende Zahlen drin. Da kommt dann beispielsweise raus, dass grob die Hälfte der Befragten, und das ist eine repräsentative Studie, das heißt, die Hälfte aller Menschen in Deutschland hätte ein Problem damit, wenn sich Sinti und Roma in ihrer Gegend aufhalten. Ja. Das ist diese berühmte Nachbarschaftsfrage, will ich die als Nachbarn haben? Und dann sagt jeder Zweite, nö, möchte ich nicht.
Und das ist sehr spannend. Ich frage, warum denn nicht? Was ist denn das Problem? Ich sage dann immer, wenn ich in einer repräsentativen Gegend leben würde, dann müssten jetzt 6 von 10 meiner Nachbarn oder 5 von 10 meiner Nachbarn ein Problem damit haben, dass ich in dieser Gegend lebe. Haben sie nicht. Hat mehrere Gründe. Einerseits lebe ich vermutlich nicht in einer repräsentativen Gegend. Zweitens wissen meine Nachbarn gar nicht, dass ich Rom bin. Und drittens, das, was sie von mir wissen und kennen, schätzen sie. Also haben sie zumindest mal so bisher im Gesprächen getan. So, man grillt, man unterhält sich. Für das ältere Pärchen nebendran habe ich im Winter auch mal den Schnee weggemacht. Es spielt gar keine Rolle, dass ich Rom bin. Das sollten die vielleicht auch gar nicht wissen. Das wollen die gar nicht wissen. Ja? Aber wen wollen wir denn nicht in unserer Nachbarschaft haben? Ja? Wir wollen nicht die Armen in unserer Nachbarschaft haben. Wir wollen nicht die, die viele Kinder in unserer Nachbarschaft haben. Wir wollen nicht die, die laut sind in unserer Nachbarschaft haben. Darüber können wir streiten. Ja? Da können wir sagen, naja, es sind durchaus Aspekte. Auch ich hätte vielleicht keine oder ungern eine Familie mit 7 Kindern über mir wohnen. Ja? Das kann dann mal laut werden und lustig oder weniger lustig, wenn man schlafen will. Sind Themen, wo man drüber streiten kann, wo man sagen kann, wie kinderfreundlich sind wir in Deutschland eigentlich. Aber auch hier wird das Problem ethnisiert. Ich möchte die Roma nicht haben. So. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, was für Erwartungen haben wir, wenn wir an diese Menschen denken. Und in den allermeisten Fällen sind es negativ. Das nächste Beispiel ist Kriminalität. 60% der Deutschen glauben, dass Roma zur Kriminalität neigen. Okay. Das ist ein absoluter Schmarrn. Diese Statistiken gibt es einerseits gar nicht. Und zu Zeiten, als man sie unbedingt erheben wollte, hat man festgestellt, dass die, dass kriminaltechnisch Sinti und Roma gar nicht überproportional häufig auffallen. Und wenn, dann ist es meistens im kleineren Bereich, wo es eben dann um Diebstähle ging, um vielleicht Sachbeschädigung und. Ja, und das ist auch spannend, wo ich sage, ich lege die Hand für ins Feuer, dass es Roma-Millionäre gibt, die Steuer hinterziehen. Die interessieren aber auch niemanden. Das, was auffällig ist, das, worüber wir uns den Mund wusselig reden, sind eben die Klischees, die Feindbilder, die Vorurteile, die wir haben, die sich immer und immer wieder reproduzieren. Verstehe. Okay, alles klar. Das war also ganz interessant, dass wir uns einige Vorurteile mal angeschaut haben. Die sich ja auch bei uns reproduzieren, wenn wir sie jetzt hier in die Unterbringung bekommen. Richtig. Haben. Also in München und auch hier im Landkreis war ja, ich sage jetzt mal, der Aufschrei groß, als dann klar wurde und die Menschen es selber gesagt haben, ja, wir sind Zugehörige zu dieser Volksgruppe der Roma. Plötzlich haben alle diese Vorurteile wieder eine Rolle gespielt. Glaube ich weiß es gar nicht so genau, ob es wirklich eine Rolle gespielt hat oder ob es ähnlich war wie 2015, 2016, als überhaupt Geflüchtete hierher kamen und auch diese Bilder durch viele Köpfe gingen, was das alles bei uns verändert. Jetzt sind sie da und sie sind auch in den Unterkünften und man lebt mit ihnen. Aber es war auf jeden Fall im Sommer ein Thema, was erwarten die von uns, was erwarten wir von denen? Mhm. Und ich glaube, es war auch in München relativ schnell so, wie auch hier in Fürstenfeldbruck, dass man sie versucht hat, nicht zu vermischen. Hm. Inzwischen, das finde ich sehr angenehm, ist bei uns im Landkreis, da hat sich das sehr verändert und es werden jetzt alle Geflüchteten mit allen Geflüchteten vermischt, ganz egal, ob sie aus der Ukraine oder aus Afghanistan oder aus Afrika kommen. Was ich denke, was schon ein erster großer Schritt ist, um rauszukommen aus all diesen Zuschreibungsgeschichten. Aber es interessiert mich schon nochmal, wie das funktioniert. Also es hat ja sofort funktioniert in München, hier bei uns. Es kamen eben diese Einschätzungen zum Teil auch von anderen Ukrainern. Nein, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die man vielleicht mehr oder weniger auch aufgegriffen hat. Wobei wir ja diese Abgrenzungen auch unter verschiedenen Nationalitäten kennen. Also die Pakistani und die Inder, denen sagt man ja auch nach, dass sie sich nicht verstehen. Ich kenne viele, die sich ganz wunderbar verstehen. Also das ist für mich so eine Frage, auch hier in dem Umgang in Fürstenfeldbruck. Warum tappen wir immer wieder rein in diese Fallen, nenne ich es jetzt mal? Ja, wir tappen da rein, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir so denken, dass wir mechanisch denken. Das ist auch ein Automatismus, der gestartet wird.
Oder eben jemand setzt uns diesen, wie heißt das, ich bin nicht so gut in Floh ins Ohr. Den Floh ins Ohr. Vielen Dank. So, ich sage immer bei Wer wird Millionär? Ich wäre bei der 50-Euro-Frage raus, weil die Sprüche kriege ich nicht hin, die Sprichwörter. Genau. Oder da ist jemand, der uns den Floh ins Ohr setzt. Aus München haben wir beispielsweise erfahren, dass es dann teilweise Ukrainer gab, die den Ankommenden oder beziehungsweise am Infopoint, war ja auch von der Caritas, dann teilweise Mitarbeitern gesagt haben, jetzt müssen wir aufpassen, dass da sind Roma. Ich würde sagen, warum müssen wir jetzt aufpassen, dass das Roma sind? Was spielt denn das jetzt für eine Rolle? Die sind doch genauso geflohen wie ihr auch. Aber schon begann dann der Mechanismus so von wegen, okay, das ist jetzt was anderes. Ja, weil jetzt kommt halt hier so die Frau mit ein, zwei Kindern und die sieht man, ist aus der Ukraine, so kann sich auch ausweisen, ist okay. Und die macht uns jetzt aufmerksam, dass da sind Roma. Und jetzt müssen wir die anders behandeln, müssen wir die anders unterbringen. Und daraus ist tatsächlich ein Automatismus entstanden. Wir haben Rückmeldungen auch von Ehrenamtlichen und freiwillig Aktiven bekommen, die dann gesagt haben, es gab eine Segregation. Dass man eben gesagt hat, wer eben als Roma gelesen wurde, und hier again, die blonde Blauäugige mit ihren zwei Kindern ist nicht in die Roma-Gruppe gelandet. Die wurde dann nämlich zu den anderen weitergeleitet. Und dann kam es, dass wir in der Messehalle in München 2000 Menschen hatten, die man eben als Roma gelesen hat oder Roma lesen konnte. Das muss man sich mal vorstellen. Man kommt da rein und man sieht gefühlt nur braune Menschen. Das heißt, es wurde nach der Hautfarbe definiert. Und das haben die Leute auch im Infopoint auch gemacht. Also auch die Berater, die Mitarbeiter waren also auch hier Opfer ihrer eigenen Klischees. Ja, also ich würde da nicht zwangsläufig jemanden einen Vorwurf machen, aber es ist ein Automatismus, wie du es eben auch beschrieben hast, der einfach losgegangen ist, ohne eben zu hinterfragen, Moment mal, was machen wir hier? Und ich sage genau da eben die Person, die einen darauf aufmerksam macht, indem man sagt, so jetzt müssen wir aufpassen, das sind Roma, müssen wir eigentlich fragen, warum muss ich denn jetzt aufpassen? Oder was ist jetzt das Besondere? Aber da kommt wieder das andere Klischee, okay, jetzt müssen wir aufpassen, wer weiß, was die machen, wir gucken, dass jetzt nicht vielleicht der Geldbeutel wegkommt oder die Tasche weg ist oder. Das sind also eben wieder Vermutungen, Klischees, die dann automatisch ablaufen. Wir sind also Opfer automatischer Klischees, und zwar nicht nur jetzt der böse Rassist, sondern eben vielleicht auch der Berater, der ehrenamtliche Berater, der hilft. Damit sind wir eigentlich bei dem vierten interessanten Punkt. Was kann ich denn da tun? Sind wir ganz ehrlich, wir haben ja jetzt in der Diskussion gesehen, ich orientiere mich so ein bisschen, ich kriege Orientierungshilfe im Kontakt mit den Roma, damit ich aber jetzt wirklich, ich sag mal, wirklich auf Augenhöhe sprechen kann, haben wir ein paar Punkte. Andrea, welche Punkte haben wir denn da? Ja, wir haben Fragen. Ah ja, bitte. Wir haben Fragen, ja. Weil genau, das ist ja so ein bisschen die, das eine ist die Frage, was bringt uns dazu, jetzt gerade diese Roma zu diskriminieren? Also warum, ja, wir machen es mit der Hautfarbe, so machen wir es ja generell. Also ich glaube, Hautfarbenthema ist durchgängig, egal ob ich aus Brasilien komme oder aus Saudi-Arabien oder eben aus der Ukraine, wenn ich eine dunkle Hautfarbe habe, dann habe ich schon mal den ersten Haken, sage ich jetzt mal böse. Ja. Aber bei den Roma gibt es ja noch mehr anscheinend, also Vorurteilen, ja, fahrendes Volk haben wir schon aufgeräumt. Was hast du noch für Erfahrungen gesammelt? Wie kategorisieren wir noch? Genau das ist eigentlich der Punkt, wir sollten aufhören zu kategorisieren. Ja. Meinen Studierenden in der sozialen Arbeit, ich bin an einer Hochschule auch tätig und unterrichte angehende Sozialarbeiter, den sage ich immer, man muss sich bewusst werden, in was für einem professionellen Umfeld man sich bewegt, in dem man arbeitet und für wen sind wir da. Die soziale Arbeit leitet sich eben aus der christlichen Soziallehre ab und für wen war Jesus da? Ja, um das jetzt ganz plakativ zu sagen. Der ist zu den Verbrechern gegangen, der ist zu den Menschen gegangen, die nicht unbedingt ganz oben auf der Leiter standen, der ist zu den Armen gegangen, der ist zu den Unberührbaren gegangen, also zu all denen, zu denen kein anderer wollte. Zu denen ist er hingegangen. Und ich sage, und genau dafür ist soziale Arbeit da, dass wir denen helfen, die sonst es alleine höchstwahrscheinlich nicht schaffen würden. Das heißt, wenn wir dann feststellen, dass in unserem Arbeitsumfeld der Geflüchteten der Arbeit Menschen da sind, die einen besonderen Bedarf haben, müssten wir uns denen eigentlich besonders zuwenden und widmen. Es
ein ganz anderes Thema. Ich kenne auch den Schlüssel in den Asylunterkünften, dass man sich teilweise auch gerne diesen Menschen mehr widmen würde, aber man kann nicht, weil man ist für 200 andere auch noch zuständig. Das verstehe ich voll und ganz. Also das ist jetzt eine theoretische Diskussion, die ich führe. Aber dass ich sage, man müsste sich diesen Menschen stärker zuwenden, man müsste deren Lebensrealität, Lebenssituation verstehen, um darauf reagieren zu können. Ja. Und da hilft es nicht, wenn man sich in seinen eigenen Feindbildern und in seinen eigenen Klischees verfängt und nur darauf wartet, dass jetzt was passiert, was man ohnehin schon erwartet hat. Wie komme ich aber aus diesen Klischeebildern raus? Wie geht das? Naja, indem ich sie mir bewusst mache. Ganz einfach hinterfragen. Ja. Ganz einfach hinterfragen. Indem man sagt, wie komme ich jetzt zu dem Schluss? Oder warum denke ich so? Ich habe ein sehr gutes Beispiel gehört vom Antiziganismusbeauftragten. Der war am letzten Montag in München. Da war die Gedenkfeier zu der Deportation der Münchner Sinti und Roma 1943. Und er hat ein spannendes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, er fuhr auf der Autobahn, auf der Mittelspur. Auf der linken Spur kommt jemand wesentlich schneller als er und überholt ihn. Und urplötzlich schert so ein Kleinlaster aus der ganz rechten Spur in die Mitte auf. Er hat gesagt, und es war ein polnischer Kleinlaster. Und er sagte dann, mein erster Gedanke war dieser blöde Pole. So, und dann hat er gemeint, hat er sich mal abends, als er zu Hause war, gefragt, was war denn das Problem? Das Problem war nicht, dass der ein Pole ist. Aber es war offensichtlich, weil es war ein polnisches Kennzeichen. Ob der Fahrer dann wirklich Pole war, das ist nochmal eine andere Frage. Aber sein Gedanke war dieser blöde Pole. Und dann stellt man fest, Moment mal, dass der Pole ist, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass er offensichtlich nicht nach hinten geguckt hat und einfach ausgeschert ist. Das war das Problem. Sein Fehlverhalten war das Problem. Nicht, dass er irgendwie Angehöriger einer bestimmten Nation ist, wo ich mir nicht mal sicher war, ob er überhaupt Pole war. Und das finde ich sehr einleuchtend, dass man eben dann mal sich kurz hinterfragt, was habe ich denn gerade eigentlich gesagt, was habe ich gerade gedacht und ist das hilfreich gerade? Ja, wenn ich dann eben ein bestimmtes Problem lösen möchte, was in so einer Unterkunft aufploppt, dann muss ich mich fragen, ist das jetzt wirklich ein ethnisches Problem? Ist das jetzt ein Problem, weil die Roma sind? Oder steckt was ganz anderes dahinter und müsste mich eigentlich dem widmen? Und da sage ich halt einfach, kurz innehalten, kurz überlegen, was ist da eigentlich passiert, wie ist das einzuordnen und nochmal rangehen. Kurz innehalten finde ich ganz wichtig und auch hinterfragen von dem, was man gerade denkt. Das Beispiel ist sehr schön mit der Autobahn. Was kann ich noch? Ich kann mich bilden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass ich mich damit auseinandersetze, mit wem habe ich es denn zu tun? Dass ich mir die Lebensrealitäten dieser Menschen in der Ukraine anschaue. Dass ich feststelle, was ich von denen vielleicht gerade erwarte, sind die gar nicht in der Lage zu leisten. Ja, dass man sich selbst ein Bild darüber verschafft, mit wem man es zu tun hat. Ja, also ich war auch in der Asylsozialberatung und urplötzlich sitzen da mir verfeindete Gruppen gegenüber, die dann ein Problem haben. Und sie kamen aus Afghanistan. Die einen waren Pashtunen, die andere waren Hazare. Und ich habe keinen blassen Schimmer, was da eigentlich los ist. Also habe ich mich hingesetzt und ein bisschen über Afghanistan gelesen, über diese verschiedenen Gruppen und wo die eigentlichen Probleme sind, damit ich ein Gefühl dafür bekommen habe. Und das können wir jetzt in dem Fall auch tun, dass ich sage, okay, wer sind denn Sinti? Wir sind Roma. Oder warum ist das jetzt ein Riesenproblem, dass die Roma sind? Und wie könnte ich meine Arbeit darauf ausrichten, dass sie erfolgsversprechender wird? Das heißt, sich mit dem Thema auseinandersetzen, verstehen, dass diese Menschen wirklich auch mehrfach marginalisiert und diskriminiert werden. Dass die mir teilweise vielleicht auch gar nicht vertrauen. Das heißt, die sind in der Beratungssituation, ich will denen was Gutes und die machen komplett das Gegenteil. Das heißt, sie sind nicht kooperativ, dass ich hinterfrage, warum sind sie es nicht? Ja? Und ganz häufig wird man an den Punkt kommen, wo man feststellt, die vertrauen einem nicht. Wir haben es eben gesehen, von den staatlichen Strukturen, die sie kennen, erwarten sie keine Hilfe und keine Unterstützung. Warum sollten sie das dann in Deutschland teilweise tun? Die machen ihr Ding und versuchen zu überleben, bestmöglich. Und den Zahn müssen wir denen ziehen, müssen wir sagen, nein. Das ist die kognitive Komponente. Ich würde würd ganz gerne mal in den Chat schauen, weil da sind einige Fragen aufgeploppt, die ich auch, also ich habe nur mal so ein bisschen was mitgekriegt, wo es eben vor allem auch so um zum Beispiel unterschiedliche Erziehungsvorstellungen geht zwischen, ja. Also die Kinder werden sollen jetzt hier in unser Schulsystem passen. Aber die Lehrkräfte, die diese Kinder, egal ob in Deutschklasse oder im Kindergarten, betreuen, die zu uns gekommen sind, und ich glaube, das ist kein Roma-spezifisches Problem,
verstehen es oft auch nicht. Und brauchen Hinweise, brauchen Ideen. Und da ist eine der Fragen aus dem Chat, gibt es da so typische Fragestellungen von Familienkonstellationen, von wie geht man, wie werden Kinder gesehen in eurer Community? Also wie geht man mit Kindern um? Wie viel Rolle spielt Disziplin und sich an Regeln halten? Alle diese große Kindererziehungsthematik, das war eine Frage, die ich gerne nochmal mit einbringen möchte. Ja. Ist eine sehr spannende Frage und tatsächlich abhängig vom soziokulturellen Background der jeweiligen Betroffenen. Es ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr unterschiedlich zu sehen. Wir werden feststellen, je ärmer jemand ist und je bildungsferner er ist, desto mehr Kinder hat er. Mhm. Ja, das ist übrigens in der deutschen Bevölkerung genauso. Hartz-IV-Pärchen reproduzieren sich häufiger als Akademiker, wissen wir. Ist bei Sinti und Roma genauso. Das heißt noch lange nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Elternteil ist. Ja, also wir werden feststellen, es gibt bitterarme Menschen, die null Bildung haben, aber hervorragende Eltern sind und sich sehr um ihre Kinder kümmern. Und wir werden feststellen, es gibt gebildete Menschen, die wohlhabend sind und sich null um ihre Kinder kümmern. Das gibt es unter Sinti und Roma genau. Das heißt, genauso. Das heißt, eine Musterantwort gibt es nicht, sondern tatsächlich abhängig von der individuellen Konstellation. Mein Großvater war Analphabet. Er hat 40 Jahre lang in einem Zementkraftwerk härteste körperliche Arbeit leisten müssen. Und sein einziges Ziel war, meine Kinder sollten es einfacher im Leben haben. Alle seine Kinder haben eine Ausbildung gemacht oder sogar das Abitur. Und ich war der Erste in meiner Familie, der einen Hochschulabschluss hatte. Das heißt, wir haben 2 Generationen gebraucht, um von Analphabeten zum Akademiker zu kommen. Das ist möglich. Mein Großvater war kein Patriarch. Er hat 5 Töchter gehabt. Der hat ihn nicht eingesperrt, er hat ihnen nicht Sachen erlaubt, sondern er hat sie gefördert. Er wusste ganz genau, wie hart das Leben ist als einfacher Arbeiter, als ungebildeter, unqualifizierter Arbeiter und wollte eben ein anderes Leben. Das heißt, seine intrinsische Motivation war da, obwohl er bildungsfern war. Und genau das müssen wir bei diesen Menschen dann auch herauskitzeln, wenn wir das wollen. Und ich finde halt eben, die Kinder sind tatsächlich ein guter Zugangsweg. Wenn man dann mit den Menschen spricht und sagt, überleg mal, was für ein Leben du hattest. Und überleg mal, wie schwer du es hast. Und glaubst du nicht, dass die Schule und eine Ausbildung und ein eigenes Einkommen das Leben deines Kindes verbessern würde und einen Aufstieg ermöglicht, der vielleicht in der Ukraine niemals möglich gewesen wäre? Aber jetzt hast du die Chance, zumindest für die Zeit, in der du hier bist. Mach das Beste draus. Und ich glaube, dass das ein guter Zugangsweg ist, weil Kinder eine besondere Rolle spielen, insofern eine besondere Rolle spielen, dass sie in Kreisen der Sinti und Roma als eine Bereicherung wahrgenommen werden. Das heißt, viele Kinder, großer Reichtum. Das ist das Spannende, weil auch im Hinblick die Lebensverhältnisse, die wir gerade gesehen haben, bedeuten in den Kreisen viele Kinder immer noch Absicherung im Alter. Das ist der nächste kulturelle Aspekt, wo ich sage, es gibt nicht vieles, was ich kulturell hervorheben will, weil die Menschen leben seit 600 Jahren in den jeweiligen Ländern. Das heißt, sie haben sich angepasst. Aber wichtig ist der Umgang mit alten Menschen. Was mir selten bis gar nicht begegnet ist, sind alte Menschen, die Roma oder Sinti sind und in Altenheimen leben. Die werden von ihren Verwandten gepflegt. Also das Alter und der Erfahrungsschatz, den die alten Menschen mitbringen, ist ein unheimlich großes Gut, weil die haben überlebt und die sichern uns und erklären uns, wie wir überleben. Ist einerseits ein Gewinn und ein Schutz und andererseits ist es katastrophal, weil die Lebensverhältnisse, die jemand vor, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre hatte, stimmen nicht mehr mit dem überein, wie wir heute leben. Und das ist auch etwas, was man verstehen muss, dass man sagt, okay, wer hat denn jetzt dieser jungen Mutter, die, weiß ich nicht, vielleicht Ende 20 ist, in den Kopf gesetzt, dass ihre Mädels nicht zum Schwimmunterricht können. Jetzt einfach ein ganz plakatives Beispiel. Dann ist es höchstwahrscheinlich etwas, was sie selbst erlebt hat. Für sie hat das Schutz bedeutet und sie möchte natürlich ihre Kinder schützen. Und dementsprechend taucht sie das auf. Dass man aber sagt, ein Schwimmunterricht ist ein gemeinschaftliches Erlebnis, weil was den Zusammenhalt stärkt, was das Bild verändert, was dazu beiträgt, dass man Freundschaften entwickelt oder vielleicht auch eine neue Sportart für sich kennenlernt, das hat die überhaupt nicht auf dem Schirm. Oder auch ein Schutz, dass man nämlich, wenn man ins Wasser fällt, oder untergeht. Ganz, ganz wichtig. Also, vielen Dank auch dafür. Wir wissen, viel zu wenige Kinder und Jugendliche können schwimmen. Auch ein Schutz, dass man sagt, man kann auch im Sommer mal irgendwie am Fluss sein und urplötzlich findet man sich da irgendwo wieder und kommt nicht rein. Das heißt, man hat sehr viele Argumente, die man vorbringen könnte. Man muss aber die Lebensrealität und die Lebenswirklichkeit der Person verstehen.
Wenn man das nicht tut, dann können wir 1000 gute Lösungen bieten, sie wird sie nicht annehmen, weil sie nicht kennt, weil sie nicht sieht. Das heißt ja auch, dass wir eben den Dialog brauchen. Unbedingt. Und für den Dialog brauchen wir natürlich auch ganz oft die Sprache. Jetzt gibt es in unseren Kreisen nicht so viele Leute, die Romanes sprechen. Und es gibt eben auch im Chat die Frage, ist euer Verein auch in der Richtung unterwegs, dass ihr jetzt speziell sagt, wir sprechen auch mit den Menschen, die jetzt neu hierher gekommen sind und erklären ihnen ein Stück weit eben genau diese Sachen, wie wichtig ist oder was, welche Chance gibt es für die Schulbildung hier? Welche Chance gibt es für euch hier? Macht ihr da was? Ja, spannende Frage. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen. 2024 bekomme ich die erste halbe Stelle. Dementsprechend kann ich die Antwort oder beziehungsweise die Frage schnell beantworten. Nein. Können wir nicht, weil all das, was ich gerade mache, ist funktioniert auf ehrenamtlicher Basis. Das heißt, der Verein hat aktuell noch keinerlei Förderung oder Strukturen, sondern basiert wirklich auf das ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder und unserer Aktiven. Dementsprechend können wir das nicht leisten. Aber es gibt Vereine und Möglichkeiten, die das können. Da ist einerseits der Landesverband der deutschen Sinti und Roma. Die sind einerseits vom Land und andererseits auch teilweise durch Kommunen finanziert und die haben Möglichkeiten, jemanden zu entsenden oder zumindest zu vermitteln. Mhm. Das machen die in München auch ganz häufig. Dann in München jetzt speziell ist natürlich problematisch, weil es ein Projekt ist, was in München gefördert ist durch das Jugendamt in München. Da ist das Madhouse, was eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ist seit 30 Jahren und eben auch einen Teil hat, der sich explizit mit Sinti und Roma auseinandersetzt. Aber dort sitzen eben auch Experten, die man bei einer extrem schwierigen Konstellation vielleicht auch zumindest mal anrufen könnte, um sich eben weitere Infos oder Möglichkeiten zu holen, weil die eben den Erfahrungswert und den Erfahrungsschatz haben. Also Stichwort auch die Studie, von der du vorher gesprochen hast und weitere Informationen, bekomme ich die eher über das Madhouse oder über deinen Verein? Die Studie mit dem Link, die lasse ich euch gerne im Nachgang zukommen. Ich habe meistens auch so eine Art Literaturempfehlungen zusammengestellt, also wo man sagt, wo kann ich mir denn was anschauen, um ein bisschen mehr darüber zu lernen, ohne mich auch zu überfordern. Also wenn ich euch die gebe, dann ist da jetzt nicht knallhart theoretische Diskussion über Rassismus und Antiziganismus, sondern erstmal nur so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wer ist diese Gruppe oder beziehungsweise diese Gruppen. Wir haben ja festgestellt, es ist keine homogene Gruppe. Wie kommen diese Bilder zustande, die wir alle haben? Da gibt es wirklich sehr gute, sehr einfache Literatur. Das sind auch teilweise Clips. Die kann man sich vergegenwärtigen und den Link zur Antidiskriminierungsstudie beziehungsweise zur Studie gibt es halt auch einfach über die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Okay, die Andrea checkt gerade noch mal den Chat. Genau, ich gucke gerade noch so und lese eben, was wir auch schon angesprochen haben, eben die vielfältigen Rückmeldungen von Menschen, die mit den Kindern schon arbeiten, die sie jetzt in Schule und Kindertagesstätten haben. Und sagen, dass natürlich viel Aufmerksamkeit gefordert wird, dass viel erklärt, viel erläutert werden muss und dass das eben nicht immer einfach ist. Darum kam auch so die Frage, wen könnte man sich noch mit ins Boot holen beim Erläutern? Das ist nochmal ein großes Thema. Und auch, dass natürlich, und das finde ich auch nochmal wichtig herauszugreifen, dass natürlich Vorurteile auch immer benutzt werden, um Privilegien zu sichern und sozusagen eben in diesem von mir zu anderen sich auch abzugrenzen und das eigene gute Leben zu erhalten und eben sozusagen sich auch nicht, ich sage jetzt mal hart, vom schlechten Leben anstecken zu lassen. Also auch das ist ja so eine Funktion, die da eine große Rolle spielt. Auch das ist nochmal im Chat bestätigt worden, dass es auch darum geht, um Privilegien zu sichern. Vielleicht gerne zu, wen kann man sich da noch an Bord holen? Das hat mich jetzt gerade tatsächlich an so meine Erlebnisse zurückerinnert. Ich bin nach Deutschland gekommen, konnte kein Wort Deutsch. Und 1995 gab es auch keine Ü-Klassen oder S-Klassen oder wie sie auch alle heißen, wo man sagt, da ist ein besonderer Unterricht für Kinder, die Sprache nicht beherrschen. Gab es damals nicht. Ich wurde in eine Klasse reingesetzt mit meinen deutschen Mitschülerinnen und Mitschülern. Ich habe kein Wort verstanden und ich kann mich daran sehr gut erinnern. Ja? Also wie es ist, wenn da ein Lehrer vor dir spricht, den du nicht verstehst, wenn da Kinder sind, die du nicht verstehst, dann fragst du dich, was mache ich hier eigentlich? Wer hat mir geholfen? Mir haben Bekannte meines Stiefvaters geholfen. Also der war Deutscher, meine Mutter hat einen Deutschen geheiratet. Und das war sein Bekanntenkreis, seine Freunde, die mir geholfen haben. Ja? Die kannten kein Bulgarisch, die konnten kein Romanes, ich konnte kein Englisch. Wir konnten uns nicht verständigen.
ich bulgarisch, die Deutsche. Mhm. Und es ging. Ja, das heißt, aber was habe ich bekommen? Ich habe eben die Zuneigung bekommen, ich habe das Verständnis bekommen, ich durfte Fehler machen, ich durfte ein Kind sein und auch mal Blödsinn machen, aber man hat mich auch geködert, indem man so, wie soll ich sagen, so diese Zuckerbrot und Peitsche, jetzt bring doch mal, die drei in Deutsch nach Hause und dann bekommst du was, machen wir einen Ausflug oder so weiter. Das hat gewirkt, ich war ein Kind, ne? Und das sind eben auch Kinder. Jetzt ist es so, wenn die aus einem bildungsfernen Haushalt kommen, in der Ukraine niemals eine Schule besucht haben, dann wird es besonders schwer. Mhm. Ich bin nach Deutschland gekommen und ich kannte den Schulalltag und meine Mutter hatte natürlich auch ein großes Interesse daran, dass ich die Sprache sehr schnell lerne. Das waren aber meine Startbedingungen und deswegen ging es ganz gut. Wenn die Startbedingungen gerade so sind, dass die Mutter selbst absolut gar keine Bildung hat, dass das Kind nie oder nur selten in der Schule hat, dann sind die Startbedingungen sehr, sehr schwierig. Das heißt, umso mehr bräuchte man dann Hilfe. Ich weiß, die Asylsozialberatung mit Schlüssel von 1 zu 250 wird das nicht leisten können. Ja, wird das nicht leisten können. Ja. Aber dann ist die Frage, schaffen wir es Ehrenamtliche, die Zeit und Lust haben, sich auch mit schwierigen Fällen auseinanderzusetzen und die Geduld auch mitbringen und sagen, das wird jetzt nicht einfach, aber wir krempeln mal die Ärmel hoch und versuchen, das Beste draus zu machen. Am Ende soll nicht irgendwie ein Einserkandidat und der Akademiker rausspringen, aber am Ende springt vielleicht jemand raus, der doch in die Schule geht und weiß ich nicht, akzeptable Noten nach Hause bringt oder zumindest die Sprache ein bisschen lernt. Das sollten die Ziele sein. Kleine Schritte und nicht zwangsläufig denken, dass man jetzt unbedingt einen Ukrainer oder einen Angehöriger der Minderheitengruppe braucht, um einen Fortschritt zu erreichen. Ganz, ganz wichtig ist es, und da würde ich sagen, kontaktiert bitte die Stellen, die ich genannt habe, wenn es extreme Fälle sind, wenn es in die Richtung Kindeswohlgefährdung geht, wenn es in häusliche Gewalt oder so weiter umschlägt und man merkt, man dringt da nicht durch, man kann mit denen gar nicht reden. Da würde ich schon sagen, da braucht man zwingend Experten, die sich in dem Bereich auch auskennen und auch irgendwie ein Vertrauen schaffen können und dann funktioniert das auch. Aber im Prinzip ist es analog zu der anderen Asylsozialarbeit, ja, wo man sagt, wenn jemand so erhellisch spricht, dann wird es auch ganz spannend. Ja, oder man sagt, findet man da einen Dolmetscher. Und dann hat man natürlich auch irgendwie einen Dolmetscher und jemand vielleicht vom Jugendamt, der sich mit dem schweren Thema dann auseinandersetzt. Mhm. Es ist keine einfache Situation, auch bei Roma jetzt aus der Ukraine nicht. Aber sie ist lösbar. Da muss man kreativ sein. Das ist ja etwas, dass wir seit 8 Jahren hier sind in diesem Landkreis und nicht nur hier. Und ich denke, wir haben jetzt einen guten Einblick gemacht. Wir werden auch diese Literaturhinweise dann noch in die Folie mit aufnehmen, sodass man auch das auf YouTube dann nochmal nachlesen kann. Wer sie gerne direkt von uns haben möchte, der kann uns von der Caritas Ehrenamtskoordination eine E-Mail schreiben an ehrenamt.asyl@caritasmuenchen.org. Auch das werden wir nochmal auf der Seite von Live Studio dazu schreiben. Dann schicke ich es weiter. Ansonsten werden wir es eben in das YouTube mit aufnehmen und vielleicht postet ihr es auch auf der Seite dann vom Live Studio, wenn wir das dürfen. Dann können die Leute da nochmal drauf zugreifen. Und ich lese hier auch gerade im Chat, Herr Ganef, dass man sie auch persönlich kennenlernen kann. Und zwar nächsten Freitag sind Sie in Germering? Ja. In der Stadtbibliothek? Genau, richtig. Germering gehört zum Landkreis Fürstenfeldbruck. Ja. Genau, und da mag ich natürlich jetzt gleich noch mal kurz Werbung machen. Am Freitag, den 24.03. Machen Sie einen Vortrag zum Thema Antiziganismus in der medialen Welt um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek in Germering. Unbedingt kann ich. Genau, da kann ich dann auch jeder, der sagt, das hat mir jetzt gut gefallen, oder ich habe da noch eine Frage. Ja. Der kann dann auch noch da am Freitag mit dabei sein und sich weiterbilden, weil ich denke, das ist jetzt schon so ein bisschen ein Resümee, was ich ziehe. Es hilft natürlich, wenn wir Informationen haben, klar. Mhm. Es hilft auch, wenn wir immer wieder unsere Bilder hinterfragen. Mhm. Und das hilft ganz ungemein, wenn wir den Menschen einfach als Menschen begegnen. Richtig. Ich hoffe, ich habe es damit einigermaßen gut zusammengefasst. Wollen Sie noch etwas ergänzen, was noch hilft? Das ist der Leitsatz, der ebenfalls auf unserer Homepage steht und eben das Wortspiel auch des Vereins, das ROM und das Humanity, ja, was beides, das eine bedeutet Mensch, das andere bedeutet Menschlichkeit. Und das ist das Wichtige, dass man Mensch sein darf, Menschen sieht, Menschen kennenlernt und Menschlichkeit zeigt. Auch wenn dieser Mensch vielleicht nicht gerade das tut, was ich erwarte oder was ich gerne hätte, ist es immer noch ein Mensch und er hat immer noch seinen Wert.
weil er immer noch ein Geschöpf ist, was auf dieser Welt lebt und wir respektvoll miteinander umgehen sollten. Das heißt, ich nehme den Mensch wahr und ich zeige Menschlichkeit und das ist das, was wir gerne hätten. Ich denke, was sehr schön ist, wir haben es auf der einen Seite eben gesehen, ich hinterfrage etwas, meine Klischees, meine Vorurteile, ich bilde mich, haben wir gehört, ich verstehe das, ich trete echt in den Dialog, das war das eine. Und das andere, was wir eben auch gerade nochmal gehört haben, ist, was das Thema Menschlichkeit angeht, ich habe eine Haltung gegenüber den Roma, die gekennzeichnet ist von, ich bin offen für Neues, ich bin offen für diese Menschen und befreie mich von dem, was ich vielleicht vorher eben hatte, meine Klischees. Das hat mir super gefallen. Naja. Noch was im Chat? Nee, im Chat haben wir nichts mehr. Perfekt. Ja, zumindest nicht was, wo ich jetzt sehe, was wir unbedingt sagen müssen. Drum bleibt es an mir, danke zu sagen. Ja. Danke, dass du gekommen bist und hier uns einen kleinen Einblick gegeben hast in eine doch nicht so fremde Welt, wie ich festgestellt habe. Ja. Danke nochmal ans Live-Studio, dass sie uns technisch supportet haben und das ins Netz stellen. Danke an deine Mitmoderation und natürlich ein Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die, die sich im Chat beteiligt haben, fürs Mitdenken, sich mitinformieren. Und ja, wir haben eine große Aufgabe, denke ich, mit allen Geflüchteten, die hier im Landkreis sind. Und da sind für mich die Menschen aus der Ukraine ein Teil davon. Und genau so wollen wir sie behandeln, als ein Teil davon.